Fear not this night. You will not go astray. Those shadows fall. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Guild Wars Infos. Mein Name ist Christian und wir sind in einem weiteren Abschnitt von Wir spielen Story. Und zwar Abschnitt 5 ab Level Stufe 50. Gespielt wird das Ganze wieder natürlich mit Bruder von Nott. Wir waren zuletzt in Löwenstein und haben Schicksal der Klinge des Schicksals mitgekriegt. Zweideutige Aussage. So, und wir haben uns ja dazu entschieden, bei unserem lieben Wachsamen, wo wir uns ja angeschlossen haben, dass wir jetzt den Hylex helfen wollen. Dafür müssen wir ins untere Gebiet, in das, was ich noch nicht aufgedeckt habe, und zwar in die Blutsturmküste. Da gehen wir jetzt rein. Schickes Bild. So. Haben wir den Storybeginn ja auch sogar gleich hier vorne im Eingang. Fangen wir doch mal an. Nur kurz was gucken. Das Opfer des Champions. Und da ist er schon. Wir müssen behutsam sein. Die Hylex sind Fremden gegenüber äußerst misstrauisch. Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen. Also haltet euch etwas zurück, Jungspund. Das sagt der Richtige, der sonst immer mit dem Kopf durch die Wand läuft. Bitte, mein Bruder hat viele Jahre mit euch gedient. Helft ihn retten. Euer Bruder hat dafür gekämpft, Champion zu werden. Warum wollt ihr ihm diese Ehre nehmen? Hey, lauf nicht weg. Hi. Ihr da. Wir sind von den Wachsamen und kommen wegen der Opferungen. Wir haben euch mit der Wache sprechen hören. Vielleicht können wir helfen. Ich kenne euch nicht, aber ich brauche Hilfe. Mein Bruder war unser Champion. Er opferte sich, um unser Dorf zu retten. Sie sagen, es sei eine Ehre. Aber die Champions kehren nie zurück und wir schicken immer mehr. Ich will meinen Bruder retten, bevor es zu spät ist. Wir könnten uns doch gegenseitig helfen. Wenn ihr uns hineinbringt, damit wir mit euren Anführern sprechen können, kommen wir mit, wenn ihr euren Bruder rettet. Das kann ich machen. Ich würde alles tun, was meinen Bruder zurückbringt. Kommt mit. Hier lang. Wenn wir ihn retten wollen, müssen wir uns beeilen. Blum, 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 blum. Ich frage mich, ob der wirklich so laufen kann. Dum, 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 dum. Hylex haben neben ihren einfachen Sperren und Schilden auch
Sind übrigens auch einer der wenigen, die überhaupt den Speer verwenden können als Waffe. Über Land. Tun sie sonst mit dem Blasrohr Gift schießen. Oder sie trinken irgendwas und spucken einen dann voll. So wie jetzt. Den Meister der Gifte. Hierher bringen sie ihre Opfer. Bleib dicht bei mir. Interessant, dass ich hier nur Untote sehe. Mein Bruder! Nein! Was haben Sie ihm angetan? Bleib fort! Haltet ihn auf! Dieser dämliche Frosch wird sich noch umbringen! Das ist ein untoter Hylek. Dieses Ding ist nicht mein Bruder. Mein Bruder war ein Held, ein Champion. Die Untoten haben ihn zu dem hier gemacht. Und die Priester haben ihn hierher geschickt. Unverzeihlich. Ja, es ist schändlich. Jeder Dorfchampion wird ein weiterer untoter Soldat der Drachenarmee. Das muss aufhören. Dann müssen wir es beweisen. Nehmt den Kopf dieses untoten Monstrums. Wenn die Priester und der Häuptling ihn sehen, müssen sie uns glauben. Ich bewundere eure Entschlossenheit. Solch ein schockierender Anblick wäre sehr überzeugend. Überlasst den Rest uns. Köpfen. Ah. Dip, 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 dip. Oh, ist der Kopf jetzt klein geworden, wenn ich überlege, dass der uns beinahe gefressen hätte, der Kopf. Krampfvolle Meerenge. Seht ihr jetzt? Ich sagte euch ja, unsere Champions kehren als Untote zurück. Oh ja, ihr könnt passieren. Zeigt das sofort der Hohepriesterin. Ich bin gespannt, wer nächster Champion wird. Möge der Sonnengott ihm zulächeln. Oder ihr. Alles Licht, alles Leben und alles Gute spendet die Sonne. Ohne sie herrschen Chaos und Krankheit. Nennt man Untote deswegen Sonnenlose? Weil sie kein Licht, kein Leben und nichts Gutes haben? Aha. Wir müssen mit der Hohepriesterin sprechen. Wir haben Beweise, dass die Champions umgebracht und zu Untoten gemacht werden. Ich habe euren Beweis gesehen, aber die Hohepriesterin ist nicht hier. Sie bereitet den Umzug vor. Sie kennt Sabiti nicht und sie ist nicht gewillt, euch anzuhören. Sie wird sagen, der Kopf könnte von sonst wem sein und dass ihr nur Ärger macht. Wir haben ihn direkt von dem untoten Ding, zu dem Sabiti geworden ist. Was müssen wir tun, um zu beweisen, dass eure Opfer alles noch schlimmer machen? Es hat keinen Sinn. Kommt, Igniu. Finden wir einen anderen Weg, eure Anführer zu überzeugen. Seit wann wissen wir seinen Namen? Ernsthaft, wir haben mit ihm... Oder hat sie ihn eben gesagt?
Okay, gut. Naja, ich philosophiere da jetzt nicht drüber, weil ich nicht weiß, ob sie ihn gerade seinen Namen erwähnt hat. Weil wir haben ihn definitiv nicht gefragt. So, da Hohepriester Nobling Kurzkan nicht in bewiesenen Konfrontieren nicht hier ist, müssen wir was anderes versuchen. Was habt ihr im Sinn? Hohepriester Ikolotl sein wird. Eine Prozession bringt ihre rituellen Gegenstände zu ihrem Kloster in der Lorantel-Anlage. Sie werden uns zu ihr führen. Wir können ihr unsere Beweise zeigen. Okay, gibt's noch eine Information? Das Turnier der Sonne wird gleich beginnen. Derjenige, der die Gnade des Sonnengottes haltet, spricht mit seiner Stimme. Mein Volk würde solch einem Champion definitiv zuhören. Verstehe. Okay. Wir haben also jetzt wieder eine Wahlmission. Wie das hier aussieht. Wir können also überlegen, ob wir der Hohepriesterin versuchen, weiterhin in den Hintern zu kriechen oder beim Turnier. Oh, ich persönlich würde jetzt sagen, wir holen uns direkt den Champion. Anstatt weiterhin die Priesterschaft zu versuchen zu überzeugen. So, einmal Instanz verlassen. Oh, wo müssen wir denn jetzt hin? Okay, wir müssen jetzt also in die Richtung. Sprechen wir kurz den Speer an. Ihr seid hoffentlich nicht wegen dem... Nein. Hör auf, so wehleidig zu labern. Bist ein Löwenstag ist. Gardisten heulen nicht. Erst Wegmarker. Immer Wegmarken sichern. Ah, da. Das. Spring ab. Yep. Von der Sonne aus erwählt. Sonnensüchtige. Das haben sie ja bei Hot auch versucht, jedenfalls die roten Hylex. Die Itzel und die nur auch zu bekehren, weil die sich ja von der Sonne abgewandt haben und eher die Pflanzen, also den Dschungel, als das Heilige angesehen haben. Gut, wenn du mitten im Urwald bist, wo siehst du da Sonne? Na, musst du natürlich dich umgebungsmäßig anpassen. Das Turnier ist fast vorbei, aber ihr könnt immer noch daran teilnehmen. Ihr müsst euch in drei Gebieten hervortun. Weitblick, Worte und Stärke. Und sofern die Hohepriesterin nichts anderes bestimmt, müsst ihr es allein schaffen. Die Wachsamen sind bereit. Ich werde das Ganze beobachten, während der Recke eure Prüfungen gewinnt. Was? Warum ich? Hm. Dies ist eine heilige Zeremonie. Wer hat diese Fremdlinge hergebracht? Ich. Die Wachsamen schicken jemanden, der uns gern als Champion dienen möchte. Die Wachsamen? Wir brauchen nichts von ihnen. Wir sind allein imstande, den Segen des Sonnengottes zu erlangen. Aber ist es nicht so, dass der Sonnengott alle Lebewesen liebt? Warum dann nicht Fremdlinge, wenn sie es wünschen? Igniu hat recht. Wenn ein Fremdling die Gunst des Sonnengottes gewinnt, soll ein Fremdling unser Champion sein. Lass den Gott entscheiden. Hi. Das Turnier besteht aus drei Herausforderungen. Vision, Worte und Macht.
Okay, er hat es eben anders erzählt, aber okay. Zuerst kommt die Herausforderung der Vision. Da ihr ein Fremder seid, werde ich eure Fragen diesbezüglich der Regeln beantworten. Erzählt mir etwas über die Vision. Die Sonne erleuchtet unsere Welt. Ihr Licht symbolisiert Weisheit, Klarheit, Gelegenheit. Feiert diese Gaben. Zielt mit den Geschützturm und zerstört die gewährten Ziele sowie Töpfe wie möglich. Das werde ich tun. Bereit. Ausgezeichnet. Gestützt mit Vorbereitung. Beginnt, sobald ihr bereit seid. Ehrt Gaben des Sonnengottes, der euch gnädig sein wird. Aha. Zerstört möglichst viele. Eine würdige Leistung. Vielleicht gibt es ja doch Hoffnung auf Sieg. Zum Häuptling. Zur nächsten Aufgabe. Hört, Häuptling Kekwan. Hier mein Beitrag zur Prüfung der Worte. Meine Sicht ist scharf, meine Stärke unübertroffen, mein Mut ohnegleichen. Ich habe alles getötet, was läuft, schwimmt und kriecht. Ich habe Laich- und Jagdgründe für mein Volk gesichert. Ich bin die Richtige. Gut gesprochen, ihr seid gesegnet. Jetzt lasst uns den Neuling hören. Ich glaube, die ist hinterher angepisst. Könnte die nächste werden, die untot wird. Ich finde das cool, wie die sich panzern. Ich frage mich immer noch, ob es Metall wirklich ist oder ob das teilweise Chitin ist, das sie benutzen. Das hier ist definitiv Metall, das was die Hohepriester haben. Eine interessante daran ist, dass die Häuptlinge nicht so extravagant aussehen. Bei den Hylex haben sie sehr extravagant ausgesehen. Aber die hatten auch kaum Panzerung. Prüfung, Worte teilzunehmen. Tretet näher und sagt uns, was ihr seid. Welche Taten habt ihr verbracht? Warum sollt ihr den Sonnengott... Ich bin Bruder von Nott, Bezwinger von Isomir. Die Hallen von Hulbrak heilen weder von meinen Taten. Seid ihr grüßt, Bruder von Nott. Ihr steht im heiligen Licht des Sonnengottes. Wir alle haben gesehen, wie ihr die Vision gemeistert habt. Jetzt werden wir euch anhören. Sprecht, erzählt eure Geschichte. Ich habe einen Feind der Ahnen besiegt und ihn auf den Weg der Erlösung geführt. Sehr gut, eine verbrachte Tat allein bringt euch nicht den Sieg. In Prüfung der Worte, erzählt uns mehr. Den uralten Helden vor der Strafe ein Verbrechen bewahrt, das er nicht begangen hat. Ja, wir müssen immer danach streben, dem Licht der Sonne entgegenzusehen. Darin wird sein Pfad fort. Ich habe die Bedrohung gesehen, die die Drachen darstellen und bin dem Wachsamen beigetreten, um sie zu bekämpfen. Sehr gut. Wir müssen alle etwas von uns opfern, um ein Teil einer größeren Wahrheit zu werden. Eure Worte sind beeindruckend, doch sagt uns, wollt ihr ein Champion sein? Naja, herzlich ging Scheiß. Machen wir mal Würde. Ich weiß, wie die Sonnenlosen besiegt werden können. Durch Einigkeit, schließt euch mir an und wir kämpfen. Das Problem an diesen drei Symbolen ist, dass das nicht mehr gibt. Früher sollte dein Charakter am Anfang von GW2 noch so sein, dass diese Sachen entscheiden, welchem Status man ist und dementsprechend sollten einen die NPCs in der Umgebung auf einen reagieren oder einen ansprechen. Das heißt, wenn man sehr wild war, hat man seltener von Dorfbewohnern gefragt, ob du uns helfen kannst. Dieses Art Quest-System hat sich aber leider schon zur Öffentlichung von GW2 nicht durchgesetzt. Die Worte sind wohl wert, gehört zu werden. Eure Hingabe ist ein Ansporn wie das Licht der Sonne nach einem langen Regen. Die Herausforderung ist vorüber, der Fremde hat gewonnen. Ehrt mich. Hört alle her, was euer Häuptling sagt. Der Fremdling hat die Prüfung der Worte gewonnen. Aber es ist noch nicht vorbei. Denn jetzt folgt die Prüfung der Macht. Zum Wettkampfplatz. Macht euch bereit für die Tiere des Landes, der See und der Luft. Bla 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 und bla bla. Dies ist die letzte Prüfung. Kann ich gar nicht erinnern, dass der überhaupt hier in der Umgebung der Zaun steht. Die Tiere der Luft fordern euch zum Kampf.
Nur ein Champion kann siegen. Ich habe keine Angst. Prüft mich, oh Sonnengott. Ich bin bereit. Aha. Jetzt wird's eng für euch. Nur die Frage, wie kriegen sie das zu, dass diese Tiere angreifen, die wir jetzt sinnlos töten? Für die Prüfung. Zeigt euch, Kreaturen des Landes! Kämpft für eure Heimat und um euer Leben! Zerstört die Sonnenlosen! Wo kommen die alle her? Ach, solche Macht! Halt! Halt! Ich gebe auf! Ah, es ist doch nichts. Land, Luft und Meeresgetier hat einen neuen Meister. So sei es. Die Sonne lacht auf uns. Ihr habt gesiegt. Lasst euch ehren. Hört mich an. Unsere früheren Champions wurden alle in Untote verwandelt. Jetzt sind sie Sklaven und Soldaten der Drachenarmee. Schweigt! Das Opfer der Champions hat uns beschützt, weil es dem Sonnengott so gefiel. Das stimmt nicht. Die Untoten haben euch nicht angegriffen, weil sie eine Armee ausheben. Und wenn sie groß genug ist, werden sie kommen und euer Dorf von der Landkarte tilgen. Der Sonnengott hat diese Fremdlinge auserwählt. Sie sprechen für den Sonnengott. Wir müssen das Dorf befestigen und uns verteidigen. Nein, Sie dürfen das Ritual nicht stören. Wenn der Champion nicht geopfert wird, dann ich. Ich schütze das Dorf, wenn es sonst keiner tut. Wenn ihr das für das Beste haltet, Priesterin. Aber ich sehe keinen Grund dafür. Wir befestigen das Dorf und verteidigen es mit unserem neuen Champion hier. Diese Wesen sind definitiv dickköpfig. Hartnäckig, wollte ich sagen. Ich mag sie nicht, aber das bewundere ich an ihnen. Sind sie nicht genauso wie du selber, Vorgeil? Sumpffrosch. Lol. Ah, nee. Werden alles auspacken. So, das könnte fast schon der Showdown sein von dieser Story-Abschnitt. Das Dorf befestigen. Also gehen wir jetzt wieder zurück zum Dorf. Ja, engstirnig, einfältig, der Gedankenweg. Oh, unsere Champions werden geopfert, indem sie dahin gehen für wahrscheinlich irgendeinen ewigen Krieg und deswegen werden wir nicht angegriffen. Aber ohne die Tatsache zu gucken, was da eigentlich passiert, ne? Also es ist auch so klassisch, typisch, Mensch, ach, wir bringen einfach jeden Tag ein paar Leute um, passt schon. Wenn uns jeden Tag nichts passiert, war alles gut. Wenn wir dann doch irgendwann eingefallen werden vom Gegner, egal, und wir keinen mehr zur Verteidigung haben, egal. Das ist sinnlos opfern für nichts. Bäume hier mitnehmen. So weit wie man kann. Whee!
uns ja eigentlich kurz die Sehenswürdigkeit holen, indem wir nämlich einfach nur einmal... Ah, nee. Okay, die Sehenswürdigkeit ist nicht das Dorf. Dachte ich. Gut. Dann nicht. Untote. Aber Meeresuntote. Hier lang. Der Häuptling wartet schon. Ui, die haben eine Mauer gezogen. Wir hatten nie vor, eine Mauer zu bauen. Und man kommt an der Mauer am Geschütztop. Okay. Geile Befestigung mit Stoff. Hi. Ihr habt viel geschafft. Und das sind solide Befestigungsanlagen. Wann werden sie fertig sein? Bald. Das Dorf soll nicht zugrunde gehen, bloß weil ich eine offensichtliche Gefahr übersehen habe. Ich habe gelernt, über meinen Fehlern zu stehen. Das solltet ihr auch, Häuptling. Der Feind ist gerissen, unbarmherzig. Ihn als Bedrohung zu erkennen, ist der erste Schritt zum Sieg. Ich bin euch dankbar, dass ihr mir die Augen geöffnet habt. Jetzt muss ich mich um das Haupttor kümmern. Er macht sie doch nicht zu, die Augen. Ich habe meinen besten Speer losgeschickt, um den Feind zu beobachten. Er müsste bald zurück sein. Es wäre gut, wenn die Dörfler sehen, dass ihr uns helft. Könntet ihr den Rest der Befestigungen überprüfen und euch versichern, dass sie fertig sind? Ja, klar. Als ob die Befestigungswahl irgendeinen abhalten würde hier. Veränderungen sind nicht leicht für einen alten Soldaten. Ihr habt mich nicht aufgegeben. Und ich werde euch nicht aufgeben. Wir ziehen das gemeinsam durch. Aha. Schon klar, Vorgall. Schon klar. Jetzt der Häuptling. Hört, mein Volk! Hört euren Häuptling! Die sonnenlose Drachenbrut betrog uns. Sie verdarben unsere Champions und greifen auch uns an. Aber wir kämpfen. Unser bester Speer wird berichten, was sie tun. Wenn sie kommen, dann werden wir sie... Häuptling! Kekwan! Verzeiht! Untote! Sie kommen! Kujolaki, hört ihr mich? Wartet! Wir könnten die Tore öffnen! Nicht! Es ist zu spät! Sie sind schon da! Dann lauft! Versteckt euch! Wir holen euch, wenn der Kampf vorbei ist! Wo soll er denn hinlaufen? Kujolaki! Bitte, heilige Sonne, antwortet mir! Ihr Sieg, die Sonnenlosen sind da! Bleibt standhaft! Ja, und Hauptsache, der frisst noch was. Das ist okay. Sprießen aus dem Boden, Miradieschen.
Jetzt wird's eng für euch. Die Mauer hält ihrem Angriff nicht stand. Jo, da ist einer bombenmäßig reingelaufen. Genau. Ohne Kopf. Die Untoten haben die Hohepriesterin. Sie ist jetzt eine von ihnen. War so klar, dass die als Hohepriesterin wiederkommt. Unser Heim, unsere Jagdgründe, unsere Laichgründe, alles verloren. Aber ohne die Wachsamen wäre alles noch schlimmer gewesen. Stimmt, es hätte schlimmer kommen können. Das war nur ein Vorgeschmack der Macht des Drachen. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, steht das ganz Tyria bevor. Dann schickt nach mir, wenn ihr Verbündete gegen die Drachen braucht. Ich werde kommen. Das schulde ich euch für meinen Bruder und mein Dorf. Darauf könnt ihr 5 Frösche verwetten. Wenn es soweit ist, wird jeder einzelne Soldat zählen für den Sieg über die Drachen. Wir werden im Hauptquartier erwartet, aber ich empfinde inzwischen großen Respekt für euer Froschvolk. Viel Glück bei der Suche nach einer neuen Heimat. So. Das wird ein nettes Sümmchen. Dann sind wir schon am Ende. Theoretisch. Oder auch nicht. Wir werden es sehen. Ja, da steht schon Stufe 60. An der Quest dran. Ha? Das ist also der Abschnitt. Also wir haben hiermit Stufe 50 jetzt also beendet. Ein weiteres erkundbares Gebiet. Immer im Bereich der Menschen. Wir sind schon weit gekommen. So. Na, dann sehen wir uns, wenn es weitergeht, mit Stufe 60. Macht's gut! Nun wären wir am Ende des Videos.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, das kommt vor, jeder Geschmack ist anders, den Daumen runter brauche ich nicht unbedingt, auch wenn er laut Angabe angeblich gut für die Statistiken sein soll. Sinnfreie Kritik sowie Beleidigungen oder sonstiges wird von mir stumpf ignoriert oder gelöscht. Wenn ihr weiterhin bei Guild Wars Infos nach Videos schauen wollt, dann abonniert den Kanal, somit werdet ihr stets informiert, wenn es von uns neue Videos gibt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal oder halt in der Welt von Tyria.